Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Da gestern keine Folge gekommen ist, sind wir einfach mal konsequent und kommen am Samstag eine dafür. Aber ich wollte jetzt eigentlich zum Sumpflager gehen. Aber dann habe ich mir gedacht, hole ich mir bei Kronos für den einen Punkt, den ich sowieso wahrscheinlich nicht mehr gebrauchen werde, eben noch Mana. Was ich getan habe, aber dann habe ich die neue Dialogoption hier gesehen. Das ist mir jetzt erst wieder auf. Ist mir jetzt erst aufgefallen, dass der Typ, der Mordrak, dass der ja ein Bandit war. Und der war Stiefelknecht für die Magier. Dementsprechend kann ich vielleicht jetzt ein Stiefelknecht für die Magier werden. Damit ich ins alte Lager kann, um dort den Feuermagier einen Brief zu geben und dann denen dort die komplette Höhle drin auszuräumen. Bei meinem Glück kann man da drin gar nichts klauen. Aber das wäre einfach nur ideal. Weil dann können die mir. Dann habe ich das, was ich wollte. Und die können mir dort nichts mehr machen. Also ist das Lager auch wieder zugänglich für mich. Das ist eigentlich perfekt. Ich hoffe, das geht. War das nicht sogar der Ursprungsplan? Ich glaube, das war sogar der Ursprungsplan. Gut, dass ich den vergessen habe. Safe in it. Ich bin jetzt einer von Laris Leuten. Hast du eine Nachricht für die Feuermagier, die ich überbringen könnte? In der Tat, aber du brauchst das Zeichen eines unserer Boten, sonst lassen dich Gomez Schergen nicht in die Burg. Wo kriege ich das? Ja. Nimm Brief und Zeichen und nun beeile dich. Ah, Junge! Benötige mehr magische Kraft brauche ich benötige nicht. Ich kann dir helfen. Tatsächlich brauche ich die aktuell gar nicht. Obwohl es eigentlich gar nicht so dumm wäre, auf 10 zu gehen, damit ihr die Heilzauber verwenden kann. Das wäre also gar nicht mehr so dumm. Aber ich spare mir das lieber, um dann einen anständigen Magier zu machen und dann unendliche Zauber zu haben. Weil so muss ich halt die ganze Zeit diese scheiß Rollen nachkaufen. Das finde ich halt scheiße. Wie zum Geier habe ich es geschafft, die Hauptquest zu vergessen? Was zum Geier? Ah ja, das ist ja jedes Mal hier so. Keine Ahnung warum, aber jedes Mal, nachdem ich das Spiel angefangen habe, ruckelt es einmal wie Sau. Jedes Mal, wenn ich starte. Keine Ahnung warum. Dann schmeiße ich eine Maus einmal quer durch den Raum und nachher geht's wieder. Für gewöhnlich. Warte mal. Ungefähr so. Obwohl das nach oben gucken, oder das war das erste Mal, dass das passiert. Schöner Sternenhimmel. Nur würde ich gerne nach unten gucken beim Gehen. Dun, dun. Da war ein Sternschnuppe. Hat er eigentlich gepennt oder ist es immer noch dieselbe noch? Ich glaube, das müsste. Ne, der hat gepennt. Scheiße. Habe ich echt einen ganzen Tag wieder im Lager verbracht? Wow. Aber jetzt haben wir anständigen Fortschritt. Jetzt kommen wir mal mit der Hauptquest weiter. Und ich kann das Lager drin ausräumen. Boah. Bitte lass doch mal eine gute Nahkampfwaffe drin sein. Auf Dauer wird es nämlich anstrengend, was Nahkampf angeht. Bogen kriege ich alle paar Minuten neu nachgeworfen. Aber ein neues Schwert oder so? Vor allem ein neues Schwert. Scheiß auf oder so. Ich will ein Schwert. Das gibt es ums Verrecken nicht. Nicht mal beim Schmied. Halt mal, ich könnte ja eigentlich selber. Ich kann, glaube ich, selber irgendwie was schmieden, hat er ja gesagt, ne? Wie geht denn das? Das ist bei der Hälfte nicht, wie das geht bei dem Spiel hier. Aber da werden wir irgendwann aufkommen. Was heißt bei der Hälfte? Auf Dauer kommt alles auf. Obwohl ich mal ziemlich sicher bin, dass man Sprinten definitiv nicht kann. Dafür kann ich Hecht springen. Wieso kann man nicht sprinten? Das ist echt so eine Frage, die kann man sich einfach nur stellen. Du kannst überall springen. Du kannst im Pokémon sprinten. Konnte man im ersten Pokémon sprinten? Ich glaube nicht, oder? Ach ja, den gibt es ja auch noch. Brauche ich Pfeile. Für den OP-Bogen brauche ich OP-Pfeile, aber es gibt scheinbar nur Pfeile und Bolzen. Ey du, Pfeile. Kann der gehen nur irgendwas? Kommt. Ich glaube Pfeil, ja. Pfeil und Bogen kann er noch.
Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Zaren. Es ist schön im Ding drin. In die Baum. Micha, Baumbrot. Oh, ein Apfel. Ich bin halt echt langsam auf dem Trichter, dass ich glaube, das stimmt gar nicht. Pfeile brauche ich. Ich könnte das in einen blöden Streitkolben tauschen, weil das Schwert will eigentlich nicht hergeben. Obwohl es halt schlecht ist, brauche ich im idealsten Fall halt echt einfach ein besseres Schwert. Wow, der beste Bogen, den der mir anbieten kann, sind Reiterbögen, die ich glaube ich sogar bei dem verkauft habe selber. Wie viel ist denn das Schwert wert? Er gibt mir eh nicht so viel. Ey, das ist halt echt sowas, das wäre wichtig zu wissen. Nur wenn ich mehr Stärke brauche für Waffe, skaliert die dann besser mit Stärke? Das wäre echt wichtig zu wissen, aber ich will es nicht nachgucken, weil im Zweifel spoiler ich mich schon wieder, so ähnlich wie du mit den Äpfeln. Hat ewig gedauert, bis ich das hier spielen kann, ohne dass ich hier alle, dass ich hier die ganze Zeit für alles gespoilert bin. Schaff das mal. So. Ich könnte den Knochenbogen verheizen, aber... Ich will das erste Mal behalten. Was haben wir denn sonst noch sowas, was wir da verkaufen können? Ah ja, blau. Ne, Moment. Das ist das komische Flammendorn-Zeug. Das will ich auf... Das will ich bewahren, einfach mal. Das will ich bewahren. Hier, nimm das Brot. Wo kriege ich ständig das Brot her? Ich habe keine Ahnung, wo dieses scheiß Brot ständig herkriegt. Den Schnaps, den klaue ich. Das weiß ich, wo ich den her habe. Das Wasser. Man kann ja Tränke brauen. Im Zweifel brauche ich das Wasser dafür. Hier, nimmst ein Bier. Erz oder so. Komm, die zwei schenke dir. Normalerweise mache ich das nicht, aber ich habe keinen Bock hier zum Ausgleichen gerade. Habe ich das überhaupt abgeschlossen? Ich weiß es nicht. Im Zweifel, wenn ich jetzt ein Brot im Inventar. Die leuchtet einfach, die Pflanze. Wenn ich jetzt ein Brot im Inventar habe, dann habe ich es nicht abgeschlossen. Ich habe einen Apfel. Habe ich jetzt was gekriegt? Gar mal. Nee, immer noch nicht. Wie viel muss ich mir denn von dem einwürfeln oder funktioniert das überhaupt nicht? Hier sind auch selten die Schweinteile. Kriegst du maximal irgendwo beim Händler. Man möchte mal an, wenn ich die ganze Zeit auf der Facecam rumziehe, dass sie da irgendwann mal passt, aber irgendwie nicht. Ja. Klassiker. Guter Kaffee. Der hilft immer. Mit einer guten Tasse. Ja. Hauen die mir jetzt aufs Maul oder dafür? Ich habe ja das Zeichen dafür doch rein. Halt da mal! Jungs, euch beide habe ich nicht vergessen. Keine Panik. Du Feigling! Na gut, würde ich nicht anders machen. Löw, nicht die Torwache, Alter. Hier gebleibt. Finde gut, dass der andere so ruhig hier rumsitzt. Warte nur, die kriege ich auch noch. Boah, Alter. Bleib hier, Mann. Gut, dann hau ich auf deinen Kumpel rum. Da hat es sogar noch das Erz, das ich ihm gegeben habe. So viel dazu. So. Um hier mal einen Standpunkt klar zu machen. Und außerdem, mit dir bin ich noch nicht fertig.
Weg mit der Waffe! Warte mal eben. Steck die scheiß Waffe weg! Ja, ich steck schon die scheiß Waffe weg. Ich hau dem trotzdem aufs Maul. Junge, du verlierst eine Blutspur. Ich find die, egal wo du hingehst. Sag mal, hat der den Arsch offen? Die dürfen mir doch gar nichts tun. Hat der einen Arsch offen? Du willst mir jetzt nicht ernsthaft erzählen, der haben da was dagegen, dass ich hier draußen einen Butler kaputt knüppel. So, was angeht, einfach direkt an die Truhe. Mir geht's um die Truhe. Ich scheiß auf die Baden. Gut, die Butler holen denen das Erz, das sie brauchen, um hier überhaupt alles am Laufen zu halten. Ist mir aber egal, wenn die beiden mir am Sack gehen wollen. Ich. Was hast du gemacht? Nämlich. So. Ah, schon mal, weil hier. Jetzt war das verkehrt drin, das Zeug. Das sind Blutfliegen. Da hinten war ja auch noch nicht. Ne? Gehen wir mal hier lang. Das war auch mal eine Option. Boah, Alter, von Bogen auf Schwert zu auf Axt zu wechseln, das ist halt lächerlich. Es dauert einfach 30 Jahre. Die Axt rauszunehmen an sich, das ist nicht schwer, oder von Axt auf von einem Bogen zu wechseln, aber der braucht doch 15 Einladungen, damit er wirklich vom Bogen auf Axt wechselt. Ach, auf mit dem Scheiß. Könnte auch von einem Nahkampf mit Bogen arbeiten, das wäre auch so eine Option. Aber mach ich nicht. Ich habe die zweite ausgenommen. Es ist inzwischen schon reflexartig. Komm, Jungs. Hier machen wir. Warte. Hier arbeiten wir einfach direkt so. Das System, dass sie nur den Schaden macht, den ich anvisiert habe, ist auch ein bisschen zum Kotzen. Aber was willst du machen? Das ist halt so, ich kann mich so viel aufregen, wie ich will, das wird nichts daran ändern. Der ist ein bisschen wie ein Hund. Halt mal. Die sollen aufhören, sich zu bewegen, wenn die das Spiel pausiert habe. Oh scheiße, das sind ja vier. Ja, solange ich nicht trifft, passiert eh nichts. So viel zu dem Thema. Sind sogar. Oh mein Gott. Ah! Oh, die machen gar nicht so viel Schaden, wie ich gedacht habe. Ah ja. Im Grunde machen die irgendwie einen auf Molarate, kann das sein? Es ist halt echt hart, dass jetzt überhaupt nichts mehr hier Bedrohung ist von den Viechern, wo ich früher gewone-shotted worden bin. Davor aber jetzt andere Viecher, die mir one-shotten. Ja, so schließt sich der Kreis. So, Jungs. Finde ich ja geil, dass sie pennen in der Nacht. Das hat er Genugtuung, dass die Viecher jetzt am One-Hit sind. Das hat er richtige Genugtuung. Ja, tu weg den, das ist zu schade für die. So, Jungs, was gibt hier? Wahrscheinlich gibt's hier nix. Das ist komplett sinnlos. Da oben ist eine Ruine, kann das sein? So viel zum Thema, hier gibt's nix. Hier gibt's auch einen Wald. Halt mal, diese Goblin-Viecher, die gab's ja auch noch, da wo ich nicht rein konnte. Strich, ich konnte rein, aber die hätten nicht gedacht. Oh. Ich bin ja gar nicht hier. Okay, wenn die direkt vor ihm stehen, da ist sogar der Kollege auf beiden Augen blind, nicht so gut im Schießen, dass er daneben schießt. Gut zu wissen. Klaue des Sammlerkasten. Macht ihr eigentlich irgendwas Spezielles? Ihr hättet gerne so einen Item-Text. Wieso kann ich mich gerade im Inventar bewegen? Aber auch. Na? Ich kann mich komplett bewegen im Inventar. Gut zu wissen.
Gut, dass ich nicht von der Klippe stehe, Alter. Das könnte nämlich ein bisschen zur Problematik führen dann. Warte mal. Ich will nicht hier zu den Viechern noch heran. Ja, jetzt mal rauf rumzulaufen. Hellkräuter scheinen halt echt ein bisschen... Ach, das sind verschiedene. Warum 49? Warum nicht 50? Warum 14 und nicht 15? Was machst du denn, Junge? Hallo? Ja gut. Ja, geile Scheiße. Gut, das ist das erste Mal, dass jetzt da sowas passiert ist. Also was Pfeil und Bogen angeht, ist der Mensch echt ein Genius. Jetzt brauchen wir erstmal 50 Jahre zum Wechseln. Also jetzt geht's. Oder kann ich so einen Kombischlag machen jetzt? Wann ist denn das passiert? Ihr Pferd. Oh, dann gehen wir da halt nochmal hin. Ist ja nicht so weit. Ich habe keine Ahnung, wieso das passiert ist. Und ich habe keine genaue Ahnung, was gerade passiert ist. Außer, dass ihr halt... Dann halt einfach nichts mehr funktioniert hat. Warum? Wissen wir nicht. Ist ja wohl, denke ich, auch zugänglich. Auf jeden Fall, ich will da hinten zu den Ruinen. Und auch wenn es mich wahrscheinlich wieder umbringen wird, indirekt. Was tut denn der Mensch? Hör doch auf! Ich wäre lieber auf den zweiten Slot. Gerade habe ich ein bisschen Angst. Nimm den Bogen. Behalte ihn. Gut, das war jetzt Crit drin. Macht das nicht. So. Läuft er wieder rum? Nö. Scheint es wieder zu funktionieren. Ah ja, warte mal. Kronosbrief an die Feuermagier. Wie wär's denn damit? Hochgeschätzter Meister Choristo, ja. Saturas, ehrwürdiger Magier der Magier, Meister der Magier vom Kreis des Wassers, möchte euch ersuchen, gemeinsam mit uns dafür Sorge zu tragen, dass die Spannungen zwischen dem alten und dem neuen Lager in einem Rahmen gehalten werden, der für beide Seiten zuträglich ist. Da ihr dafür Sorge tragt, dass der König seine monatliche Erzlieferung erhält, ist es in eurem Interesse, dass die Aktivitäten der Banditen aus dem neuen Lager eingeschränkt werden. Des Weiteren ist es in unserem Interesse, dass seitens des alten Lagers keine Schritte unternommen werden, die unser Vorhaben, die magische Barriere wieder zu öffnen, aka in die Luft zu sprengen, in Gefahr bringen könnten. In Erwartung eurer baldigen Antwort, Kronos, Hüter des Erzes. Hammerhart, wenn er sich selbst einen Titel gibt. Harter Typ. Da wir was können. Es ist der Safe Safe. Safe, 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 safe. Hammerhart. Wo ist eigentlich das Zeichen? Was ist das für ein Zeichen? Oh. Oh. Wahrscheinlich hat er mich deswegen angegriffen. Das hätte ich vielleicht mal... Gut. Ja, scheinbar war... Okay, dann konnte ich die Butler ja doch töten. Nice. Nice, das ist noch nice. So, warte mal. Ha, der Klassiker mit dem Inventar. Warum könnt ihr das nicht auf einen Shortcut legen hier? Ich habe zwei Kräuter vergessen irgendwo.
Also 20. Ja. Rondu Fucker. Genau deswegen muss sie Pfeile noch kaufen regelmäßig. Weil der Mensch es nicht geschissen kriegt zu treffen. Holy shit, das ist doch nicht dein Ernst, Alter. Das ist ein scheiß Longbogen, du Gurke. Ah. Kann doch nicht dem sein Ernst sein. Alter. Strömung. Lass mich raus hier. Komm mal ran hier. Jetzt sind wir in dem Niveau, wo halt 70 Erfahrungen nichts mehr ist. Weil man guckt euch den Scheiß mal an. Wo geht's denn hier hin? War hier schon mal? Hier ist so ein Seitenarm. Hier gibt's einfach alles für nix, kann das sein. Ja. Ich muss eigentlich genauer die Wände angucken. Die Höhlen sind teilweise ziemlich sneaky. Sneaky, sneaky, was machst du? Wir erinnern uns, die haben mal viel Schaden gemacht. Jetzt wird es nämlich interessant. Interessant in Anführungszeichen. Wir haben jetzt zwei Saft. Ich lies doch gerade Saft die ganze Zeit. Wir versuchen erstmal die Blutfliege zu treffen. Scheiß auf die Blutfliege. Ja, wusste nämlich, dass das passieren wird, wenn du das versuche. Nahkampfwaffe kannst du nämlich sonst wohin stecken, deswegen nehmen wir lieber den Bogen für die. Ja, aber er nimmt sie lieber raus, anstatt sie irgendwo hinzustecken. Er nimmt die Axt. Jetzt nimmt er den Bogen. Jetzt schießt er mit dem Bogen und triffst ums Verrecken nicht. Aber er aimt das Vieh halt auch nur ab, ne? Aber trifft nicht. Ich werde dann den Lurker wieder nebenbei treffen, ne? Scheiß da auf den. Alter, er kommt sogar auf die zu, Mann. Yo, easy! Stun me halt. Aber mit seiner Präsenz. Tut. So. Warte, hör auf, das zu machen. Stufenaufstieg, perfekt. Jetzt habe ich 20 Punkte. Jetzt können die theoretisch aufhören zu bluten erstmal. Das wäre schön. Aber solange ich unter einem gewissen Prozentsatz leben bin, blute ich halt permanent. Halt mal, das ist Mana. Scheiße. Ich krieg halt scheinbar echt Leben einfach so beim Stufenaufstieg. Weil anders können wir das langsam nicht erklären, dass ich das zu schnell verbraue, das Zeug. Komm mal ran hier. Boah, Alter, weißt du was? Komm. Leck mich. Komm jetzt her. Scheiß Vieh. So, um was wetten wir, das wird es überhaupt nicht wert sein. Oh. Die Viecher wiederum sind ein bisschen problematisch. Wenn er nicht 30 Einladungen zum Ausweichen bräuchte, auch mit
Der Pfeil und Bogen macht den Typen irgendwie dumm im Kopf, von der Bewegung her. Yo, easy, jetzt kämpfen die gegeneinander. Hätte mich auch gewundert, wenn es funktioniert. Wieso kann ich eigentlich stellenweise hier speichern, wenn ich tot bin? Was machst denn du? Der meint nicht geistig behinderter Bogen. Ja, das kannst du doch keinem erzählen, wie schlecht der Mensch Bogen schießen kann. Okay, das ist gut schon mal. Ich würde gerne gucken. Warte mal. Nee, das kann ich nicht. Ich kann gucken. Das Problem ist, auf der Taste ist meine Mute-Taste und dann vergiss ich es wieder, dass ich mich gemutet habe, weil ich versucht habe, mir umzugucken. Ich kenne das doch. Das hatten wir doch schon mal. Ja, auf die zu bewegen, wenn die pausiert haben, Mann. Ich habe gebratenes Fleisch, wieso mache ich das eigentlich ständig hier? Einfach die Kräuter fressen. Die sind wichtiger. Die haben aber auch eine Aggro-Range, die Fucker. Steck das halt endlich mal weg. Jetzt ist tot. Und nochmal heilen. Das ist echt nervig, aber ich brauche die Viecher halt. Brauche ich die Erfahrung? So, warte mal. Bevor ich jetzt da reingehe, will ich erstmal darüber. Da gibt es sogar eine Brücke. Zwei Brücke. Die Wälder sehen vom Weiten immer so komisch aus. So Jungs, Party. Bist du rich von den Viechern? Plus ich krieg Erfahrung. Yeah. Alter! Ich verbrauch so viel Zeit einfach nur mit dem Rumlaufen und auf irgendeinen Scheiß entknüppeln, den denke ich gar nicht brauche, aber ihr habt da halt. Das macht da halt übel Bock. Der gehört da dazu. Komm ran, Jo. Komm ran jetzt! Ich vergiss ständig, dass ich diese Combo hab. Jo! Nee, nicht für den Bogen, das ist. Die Viecher, die greifen dann ja nicht mal richtig an hier. Hä? Ja, hier ist auch noch ein Turm. Warum nicht? Also ist jetzt wieder hier nix. Nur der Turm. Und ein Wasserfall, wie es sich anhört. Ah. Es ist eine Festung sogar, eine kaputte. Oder eine Kirche, könnte auch mal eine Kirche gewesen sein von den Riesenfenstern. Von den Riesenfenstern her so. Es irritiert mich voll, wenn die Tür einfach so offen ist.
bin es nicht gewohnt, dass Türen einfach offen sind. Dass man doch reingehen soll. Ist das Gold? Nee, oder? Selbst wenn, ist es eigentlich scheißegal. Die brauchen hier, die wollen hier ja nur, dass es Erz haben. Hallo. Und was hat man da jetzt gebracht? Schöne Aussicht auf die Festung. Und ziemlich viel Meeresgeräusche. Scheinbar sind wir hier irgendwo am Meer. Oh, da oben ist auch eine Riesenfestung. Und irgendwas mit einem Zahn oben drauf. Keine Ahnung, was die Kamera gerade von mir wollte, aber... Ne, das ist Beleuchtung, das ist das. Konsequent in der Luft gehen, der Loge. Der Loge, der Junge. Boah, das ist aber auch... Ah, nö. Oh, scheiße. Wie heißt der? Skelettkrieger heißt der, glaube ich. Yo! Bitte los, bitte hau nicht in den Boden. Okay, hier sind die sogar noch, hier sind sogar noch härtere als wie... Ah. Ist wie beim Wächter. Okay. Gut zu wissen. Und mit diesem Schmerz... Du hast es dann wieder für heute. Gerade weil ihr das wieder so lang gemacht habt, da kommt das aber nur heute später. So bin ich nämlich. Kann ich aufhören und dann passiert sowas. Aber inzwischen ist es nicht mehr in Stundenlänge, wie bei manchen anderen Spielen. Egal. Danke, Baum. Nächstes Mal gehen wir... Jetzt geh halt mal weg, du Scheißbaum. Gehen wir in die Kirche, Schrägstrich, Festung, Schrägstrich, weiß ich nicht. Hoffentlich. Weil bisher war noch nie das, was ich gesagt habe, dann in der nächsten Folge tatsächlich der Fall. Egal. Wir versuchen es mal. Tschüss.